Rose Fröhlich, echter Patientenfall, Ketone, Ketondiät, was ist das? Ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung, eigene Online-Praxis. Ja, ich habe hier Kohlenhydrate in der Hand. Ich hatte eine Patientin in der Beratung, die bei Social Media unterwegs war und mehrfach gesehen hat, dass es sozusagen eine Ketondiät gibt. Und ja, dann kam in der Beratung die Fragestellung hoch: Was ist das eigentlich und hilft das? Also erstmal muss man sagen, ob es Keto-Diät oder Keton-Diät oder ob es Low Carb oder ob es, ich sag mal, Intervallfasten heißt oder weniger Kohlenhydrate essen. Am Ende haben wir es im Schwerpunkt mit den Kohlenhydraten zu tun. Also Kartoffelreis, Nudeln, Brot, Panade zum Beispiel, die wird immer häufig vergessen. Die ist ja am Ende auch Brot. Und bei der Keto-Diät oder bei Low Carb ist es so, dass wir die Kohlenhydrate stark reduzieren. Das heißt, die Beilagen, natürlich auch die Süßigkeiten, Schokolade, Chips gehören dazu. Es gehört auch dazu, dass die Keto-Diät, also die Kohlenhydratreduzierung, auch mit Eis stattfindet. Also am Ende, die gesamten Kohlenhydrate müssen raus. Kichererbsen zum Beispiel fallen mir ein, Couscous, Quinoa. Es ist aber so, dass es mittlerweile Studien gibt, die sagen, einen gewissen Anteil, also 20 bis 50 Gramm Kohlenhydrate, sollten auch bei Keto-Diät oder bei Low Carb gegessen werden, weil es für die Hirnfunktion besser ist. Das Problem ist nämlich, wenn wir sehr stark die Kohlenhydrate reduzieren, ja, haben wir den Effekt, und das ist das Ziel, den Insulinspiegel niedrig zu halten. Und an der Stelle ist es so, dass die Kohlenhydrate in einer zu niedrigen Dosierung aber Nebenwirkungen machen können. Also zum Beispiel Kopfschmerzen, Schweißausbruch, das häufig kalter Schweiß, Unwohlsein, Unruhe. Manche merken auch, dass denen ein bisschen schlecht wird, dass die müde sind, dass manche Verstopfung kriegen. Es gibt auch manche, die Muskelkrämpfe kriegen. Da muss man immer so ein bisschen gucken, weil in dem Moment, wo ich den Insulinspiegel senke und die Kohlenhydrate nicht esse, geht ja, was ist ja auch Ziel, der Insulinspiegel runter, und dadurch kann ich besser das Körperfett abbauen. Häufig ist es so, dass aber die Nebenwirkungen entstehen, weil Unterzuckerungen entstehen, weil die Ketone eigentlich, also eine Keto-Diät ist ja keine klassische Mischkost oder so, sondern eine, ja, Ernährungsform. Eigentlich kommt sie aus der Diabetologie, weil die Ketone immer anzeigen, dass ich einen Insulinmangel habe. Und Insulinmangel bedeutet immer, dass die Bauchspeicheldrüse, jetzt bei einer Keto-Diät, ich hole euch mal die Bauchspeicheldrüse raus. Na, hier haben wir die Bauchspeicheldrüse in dem blauen Bereich. Das ganze Gelbe hier ist die Bauchspeicheldrüse. Hier wird das Insulin hergestellt. Und bei einer Keto-Diät oder Low Carb reduzieren wir die Abgabe von Insulin. Natürlich auch, weil wir die leckeren Kohlenhydrate weglassen. Also ne, Eis, Schokolade. Was gibt es denn noch hier? Bei Obst etwas vorsichtiger sein, Kuchen, Kekse. Das heißt, dadurch geht sozusagen der Insulinspiegel runter, und deswegen ist auch die Gewichtsabnahme so schnell. Wenn sie so schnell ist, zeigt es auch immer an, dass die Leute vorher einfach zu viele ungesunde Kohlenhydrate gegessen haben oder der Anteil Kohlenhydrate, Kartoffelreis und Nudeln zu hoch war für die Tageslast oder für die einzelne Mahlzeit. Und es zeigt auch an, dass eine erhöhte Insulinausschüttung da sein kann. Das nennt man ja Insulinresistenz. Da spricht nämlich die Keto-Diät auf den Insulinspiegel sehr gut an, auch die Low-Carb-Geschichte. Die neue Studie habe ich noch nicht erzählt. Da geht es tatsächlich darum, das hat Kiel gemacht, die Kopfschmerzklinik. Und zwar haben die gesehen, dass die Problematik, was ich vorhin sagte, mit Kopfschmerzen, Erschöpfung, Müdigkeit, Unterzuckerungssymptom, Schwitzen, Schweißausbruch, also auch häufig kalter Schweiß, tatsächlich mit den niedrigen Zuckerwerten zusammenhängen. Und natürlich fördern wir die Entzündungsparameter im Körper, weil der Insulinspiegel runtergeht. Aber im Gegenteil sind niedrige Blutzuckerwerte nicht gut für das Gehirn. Das Gehirn macht übrigens auch immer den Effekt, wir wollen ja nicht null Zucker im Blut haben, sondern wir brauchen einen gewissen Anteil, damit die Stoffwechselorgane, also damit die Augen, der Mund, damit ich reden kann, damit die Muskelzellen funktionieren. Dafür braucht das Gehirn Energie. Und wenn es die Energie weggenommen bekommt, weil ich eine Diät mache, egal wie sie jetzt heißt, dann ist es so, dass immer der Ersatz der Leber kommt. Das heißt, das Gehirn schmeißt sofort die Leber an, die dann Zucker
wieder rausschmeißt. Und dieser Zucker kann dazu führen, dass eben auch Jojo-Effekte entstehen. Beziehungsweise häufig sind die Jojo-Effekte daraus zu sehen, dass die Leute mit Reduzierung der Kohlenhydrate aufhören, weil sie sind eingeladen, Feierlichkeit, haben keine Lust mehr oder wollen wieder ein Eis essen. Und in dem Moment, wo ich die Kohlenhydrate wieder reinpacke, oder auch ne, die Panade, Schnitzel, Nudeln, Reis, Kartoffeln, in dem Moment merkt das Gehirn das, nimmt wahr, dass der Zucker wieder kommt. Und deswegen kommt der Jojo-Effekt, weil sofort gespeichert wird. Das heißt, alle Kohlenhydrate, die nach solchen extremen Diäten genutzt werden, werden wieder gespeichert. Und deswegen habe ich den häufig doppelten Effekt, also Jojo-Effekt mit erhöhtem Gewicht, hinterher wieder drauf. Von daher geht man heute den Weg, das sagt die Studienlage auch, dass wir vorsichtiger mit den Kohlenhydraten sind, lieber anpassen, gesunde Kohlenhydrate, Kartoffel, Reis, Nudeln, richtige Menge findet ihr im Ernährungsmaß. Ne? Wer es schon kennt, genau, kann im Ernährungsmaß die Portionsmengen nutzen. Und es ist auch so, mal moderat Kohlenhydrate einzubauen, funktioniert ja häufig auch etwas besser. Von daher ist die Menge entscheidend. Ja, ihr Lieben, also nur wisst ihr ein bisschen Bescheid. Und das Letzte noch, die Keto-Teststreifen. Ganz ehrlich, ich bin Diabetesberaterin und wenn wir Diabetespatienten mit Mehrfach-Insulintherapie haben oder Pumpentherapie, die müssen gucken, wenn da nämlich das Insulin nicht kommt, weil die aus welchen Gründen auch immer einen Insulinmangel bekommen, weil sozusagen das Insulin nicht richtig aufgenommen wird, falsch gespritzt oder nicht gespritzt oder was auch immer da der Grund ist. Wenn die krank sind, zum Beispiel Infektionen, die brauchen Keto-Teststreifen und nur für die sind diese Keto-Teststreifen da. Also nicht für jemand anders. Und die, ganz ehrlich, Diabetespatienten mit in mehrfacher Insulintherapie haben sich nicht ausgesucht, dass die in einen Insulinmangel kommen können, was zum Beispiel bei Infekten passieren kann. Von daher lasst die Keto-Teststreifen tatsächlich den Menschen, die das medizinisch brauchen, keine Wahl haben an der Stelle. Dafür sind Keto-Teststreifen da. Also an dieser Stelle, ja. Übrigens, es gibt einen ganz einfachen Trick, wie ich mitbekomme, dass ich in einer Ketose bin. Die Symptomatik, ne? Kopfschmerzen, was ich schon sagte, Zittern, Unwohlsein sind ja Unterzuckerungssymptome. Und die Ketose riecht man auch, weil die Ketone, kennt ihr vielleicht, Aceton vom Nagellackentferner. Und die Ketone, eins davon ist das Aceton. Das heißt, wir riechen aus dem Mund. Das heißt, immer dann, wenn jemand länger nicht gegessen hat, gibt es das auch manchmal. Wir erleben das bei Diabetespatienten. Wenn da sozusagen nicht genügend Insulin hergestellt wird, haben die so einen komischen Mundgeruch. Und das ist das Beispiel immer für eine, für einen Keton, also für Ketonkörper an der Stelle. Das heißt, die machen dann diesen Mundgeruch zum Beispiel. Also ihr Lieben, ne? Teststreifen braucht ihr nicht, überlasst ihr denen, die sie nötig haben und die keine Wahl haben. Ihr Lieben, ich hoffe, jetzt habt ihr ein bisschen was über Ketone und Keto-Diät gelernt und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und ganz lieben Dank fürs Zuhören und habt einen schönen Tag.